Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich sitze jetzt hier mit Philipp, unserem Verkaufsleiter, am Tisch. Ihr kennt ihn auch aus Instagram. Wer Instagram noch nicht abonniert hat, verfolgt, wie auch immer, da müsst ihr unbedingt mal reingucken. Auch abonniert man da? Ja, klar abonniert man da. Ja, natürlich. Philipp macht täglich tolle Stories. Guten Morgen. Heute versuchen wir wieder jemanden glücklich zu machen. Ich habe nachher eine Vorführung in Hamburg mit unserem E-City Pack. Und ich hoffe, der Kunde ist genauso begeistert von dem Auto wie wir. Also manchmal zum Kaputtlachen. Manchmal ein bisschen langweilig, gebe ich zu, mit vielen und Öms und uns. Auf jeden Fall, warum wir heute hier sitzen. Alex hat uns eigentlich hierher geordert, denn du hast wieder eine größere Liste an Fragen von euch. Genau. Ja, fangen wir mal an. Ja. Ich nehme die leichten Antworten. Die erste Frage steht hier, warum gibt es kein Xenon bei Casalini oder überhaupt bei Leichtkraftfahrzeugen? Soll ich antworten? Ja. Also Xenon ist ja schon fast wieder out. Ja, eigentlich, ne? Casalini ist nicht auf den Zug aufgesprungen aus technischer Sicht, denn man braucht ein Vorschaltgerät, ein Steuergerät, den Xenon-Brenner. Man braucht auch spezielle Scheinwerfer, die darauf ausgelegt sind. Und dann kommt man wieder in eine Gewichtsklasse, wo es vielleicht zu schwer wird. Und natürlich auch der große Kostenpunkt. Die Frage der Fragen, die praktisch in jedem Q&A bis jetzt aufgetaucht ist. Ist Philipp verheiratet? Ja, bin ich. Ich habe gerade Flashbacks an ein anderes Video. Kaum zu glauben, aber... Ja, ja, ne? Ich freue mich jeden Tag, dass er mich genommen hat. Bin ich froh drüber. Grüße zu Hause. Warum sind die Fahrzeuge eigentlich alle so teuer? Ja, ich glaube, da fange ich einfach mal an. In dem Video aus Italien. Beste Beispiel. Ja, ist das beste Beispiel. Da haben wir es ja schon gezeigt, wie die Fahrzeuge produziert werden. In Mikroserie, das heißt nicht mal in Kleinserie, sondern wirklich in Mikroserie und von Hand. Die Firma Casalini zum Beispiel, die machen das so, die lassen die Fahrzeuge von Hand produzieren und eben nicht von Robotern oder von richtigen Fertigungsstraßen. Dort zählt nämlich noch der Mitarbeiter. Und es werden Arbeitsplätze gesichert. Und es wird in der EU gebaut und jeder will dann auch gescheit Geld verdienen. Genau, richtig. Ja, so ist so ein bisschen der Kreislauf dann geschlossen. Es wird nicht irgendwie im Fernost produziert und dann einfach nur importiert. Und dadurch entstehen leider die Summen. Wenn wir so ein Fahrzeug, das ist auch ein Stück weit ein Teufelskreis, wenn wir so ein Fahrzeug 10.000 Mal verkaufen im Jahr, dann können wir natürlich ganz andere Preise machen oder Casalini ganz andere Preise machen. Also, kauf ganz viele Autos, umso mehr wir bestellen, umso mehr Rabatte kriegen wir. Ja, genau. Nein, es ist ja ganz einfach gesprochen. Das haben wir bei allen Herstellern das Problem. Ja. Alle Hersteller durch die Bank weg sind alle etwas teurer, nicht übermäßig teuer. Ja. Aber man kann es ja mit einem Kleinwagen vergleichen. Es steckt dieselbe Technik drin und auch Aufwendung, Konstruktion, Arbeiter und so weiter. Unsere Sonderaktion ist ja, ich meine, das Video ist jetzt nicht besonders aufgeblasen, was die Views angeht, aber die Reaktionen darauf sind durchaus positiv. Sonderaktion? Ja. Schon wieder vergessen, ne? Zeugnis. Ah! Oh! Oh, wir machen so viele Videos. Stimmt, ja. Erzähl weiter, die Frage. Du hast, also... Ja, manchmal muss ich auch mal vom Schlauch runtergehen. Das ist einfach so. Man kriegt ja 600 Euro Rabatt ab Notendurchschnitt 2,9 und besser. Ja. Und jetzt werden Fragen gestellt, ja, was ist denn, wenn man jetzt mit Notendurchschnitt von 1,0 ankommt? Kriegt man dann noch ein extra? Oder? Moment, 1,0 bedeutet ja, man muss nur Einsen haben, ne? Ja. Sonst kann man 1,0 gar nicht kriegen. Ja. Dann gibt es einen 1.000er Rabatt. Ich glaube nicht, dass es welche gibt mit einem 1er. Ich denke schon, dass es welche gibt mit einem 1er Notendurchschnitt, aber nicht... dass die dann auch ein Auto kaufen möchten. Wieder so ein Klassiker der meistgestellten Fragen. Was ist besser, Casalini oder Exxon? Oh, Apfel oder Birne? BMW oder Mercedes? Oh, gar nichts. Mercedes. Oh. Audi. Wirklich Geschmackssache. Ja. Man muss für jede Person, muss sich selber überlegen, wie groß bin ich, wie schwer bin ich, was will ich mit dem Auto tun? Ich würde eher zum Casalini greifen, weil ich groß bin. Ich habe in dem Auto enorm viel Platz, wo ich bei Eixam wieder ein bisschen weniger Platz habe. Dafür finde ich aber den Eixam ein bisschen sportlicher von der Konstruktion, vom Innenraum und so weiter. Bisschen moderner. Sicherheitsaspekte
gibt so viele Punkte, muss man sich selber überlegen. Technik-Nerds greifen auch wieder zum Casalini, weil ja. da so viele coole Sachen drin stecken. Auf jeden Fall. Also das ist, also wir haben ja auch keinen Kunde, der sich hier die Autos anguckt und sagt, ey, das ist aber total scheiße und der ist total gut. Also jeder Kunde, deswegen mag ich das ja, dass wir hier auch zwei Hersteller anbieten können. Jeder Kunde kann sich hier die Fahrzeuge angucken und kann selber Pro- und Contra-Liste machen, was besser ist. Und da, wo mehr Plus steht, der gewinnt. Klar, den kauft man dann. Ja. Sehr viel Resonanz haben wir übrigens bekommen auf unser geplanten Umbau eines Casalinis. Oh Gott, da habe ich mega Respekt vor und Angst. Zu Recht. Übrigens, heute kam das Auto, was wir dafür brauchen. Oh. Ja. Stellen wir das auch nochmal im Video vor? Ja, ich muss nämlich testen, ob der Motor gut genug ist dafür. Ah, also machst du hinten die Baggerstrecke wieder platt, muss der Bagger nochmal drüber fahren? Ja. ja, Fragen, warum kein Motorradmotor? Der wäre doch viel kleiner und wird viel besser passen. Kann ich ganz einfach beantworten, weil wir keine Ahnung davon haben. Punkt. Die Audi-Technik, wir haben ganz lange Audi-Gebrauchtwagen gehandelt und repariert. Da haben wir alle Tester, alle Spezialwerkzeuge für den Audi-Konzern oder VAG-Konzern. Und wenn ich dann mit irgendeinem Motor anfange, den ich nicht kenne, per Du, schwierig umzusetzen. Ja. Wahrscheinlich auch geil, aber Audi. Ja. Da wissen wir, was wir machen müssen. Genau. Auch wenn es wirklich ein sehr komplizierter Umbau wird und wo wir uns auch ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt haben, aber wir werden es packen. 1.8T MM20, ernsthaft? Ja, klar. Ich bin gespannt. Ja. Also, wir haben ja das Auto schon gekriegt. Gerade heute eben. Ich bin schon eine Runde mit roter Nummer gefahren. Der geht echt ziemlich gut. Mhm. Im M20 wird das eine Granate. Das wird ein Rennwagen. Ja. Ja. Wir müssen so viel umbauen. Wir müssen ja Lenkung, Bremssystem, alles übernehmen, dass du die Karre dann auch wieder zum Stehen kriegst. Was meinst du, auf welches Leistungsgewicht kommen wir da? Haben wir letztes Mal schon viel philosophiert drüber. Okay. Also, ich habe eine Tonne gesagt. Ja, Stefan und ich haben, glaube ich, 800 Kilo gesagt. Ja. Und dann 1.8T aufgebohrt oder Standard? Nicht, Standard mit Chip-Tuning. Okay, das heißt 100... 180, denke ich mal, kriegen wir hin. Ziel war eigentlich 200. Auf die Hinterachse. Boah. Wow. Unser Ziel wird immer 200 sein. Ne? Wenn das Projekt fertig ist, ist es ja nicht fertig. Genau. Man muss ja immer noch verfeinern dann. Wann kommt denn das Auto von Casalini, was wir dafür dann benutzen können? Ich hoffe, zusammen mit den Spezialmodellen Ende Juli. Wir restaurieren ja hier diese Krankenfahrstühle und dann kam schon ein oder andere Mal die Frage auf, ob wir auch Arpen von Piaggio restaurieren würden und ob wir nicht eine TM hätten. Wenn es die Kapazitäten zulassen würden, würden wir es vielleicht machen, aber jetzt sind wir ganz weit von weg. Ja, ja. Wir haben uns ja schon von Audi Gebrauchtwagen verabschiedet, also ich mit einem tränenden Auge, aber wir es einfach nicht schaffen. Und wir haben ja schon eine Lieferzeit für die Krankenfahrstühle, ne? Wir sind jetzt schon im Februar. Ja, ja eben. Ja. Februar schon wieder. Ja. Oje, oje. Sind gut nachgefragt, die Krankenfahrstühle. Würdet ihr auch nach Wien kommen? Wir könnten es mit einer Tour verbinden, die nah an die Grenze ist, bayerisch. Mhm. Und dann natürlich mit einem geringen Aufpreis müssen wir... Ja, ja. Also, aber grundsätzlich spricht dem nichts dagegen. Es kommt immer auch wieder die Frage auf, warum habt ihr kein Léger, warum kein Châtenay? Weil Audi auch kein Opel hat. Leider. Also ich wäre sofort dabei, hier alle Marken anzubieten, um wirklich ein großes Haus in Deutschland bieten zu können, wo man sich alle Marken angucken kann und wo der Kunde entscheiden kann, was er kaufen möchte. Weil es ist ja nicht die Frage, ist Léger, Eixam oder Casalini oder Châtenay besser oder schlechter? Es ist ja die Frage, welches Fahrzeug passt zu welcher Person. Ja. Genau das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Was passt zum Kunden besser? Genau. Und deswegen würde ich hier ganz gerne alles anbieten, was wahrscheinlich immer ein Traum von mir bleiben wird, weil ich denke nicht, dass die Hersteller da mitspielen. Warum habt ihr keine Gebrauchtfahrzeuge? Oder nur ganz selten? Ja, wir haben sogar mittlerweile eine Warteliste für Gebrauchtfahrzeuge. Die sind tatsächlich immer so schnell weg, die Fahrzeuge. Na klar, man will nicht den Neupreis zahlen, man will vielleicht auch ein bisschen sparen irgendwo. Ja. Und ein junges, gebrauchtes Fahrzeug würde einem persönlich dann auch ausreichen. Aber dadurch, dass die Nachfrage so groß ist, sind die halt immer sehr, sehr schnell direkt vom Markt. Was ich aber nicht verstehen kann, aus folgenden Gründen. Neufahrzeug X kostet 11.000 Euro. Gebrauchtwagen, 2 Jahre alt, 5.000 Kilometer, kostet gerade mal 500 Euro weniger oder 1.000 weniger. Ja. Das ist die aktuelle Marktsituation. Deswegen verstehe ich die Leute nicht, die unbedingt einen Gebrauchten haben möchten, nur weil sie vielleicht
minimal sparen. Mhm. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, okay, ich habe nur Budget X, dann verstehe ich es. Aber wenn man so viel Geld für ein Auto ausgibt, dann eine kleine Schippe mehr, hat man einen Neuwagen, man hat ganz andere Garantiegeschichten, ja, und man hat ein neues Auto. Halt. Und es ist ganz, ganz häufig, wir bekommen kaum Gebrauchtwagen zurück. Denn selbst die Leute, die bei uns das zweite oder dritte Auto kaufen, die sagen, ah, ich wurde darauf angesprochen, ich habe dem sofort hier im Ort weiterverkauft. Das, ja. Also wir kriegen die kaum zurück. Ich sage euch, die werden, also mir kommt es mir vor, als wenn die vom Erdboden aufgefressen werden, die Autos. Ja. Wir fragen uns auch, wo bleibt das alles? Wo sind die ganzen Fahrzeuge? Hat jetzt auch mit der neuen Gesetzesgebung mit 15 Jahren zu tun, dass viel mehr Jugendliche das fahren. Ich denke mal aber auch, dass es erst in den nächsten Jahren wieder ein bisschen mehr wird, ein bisschen voluminöser mit der auch. Markt, mit den Gebrauchten. Aber der Boom hält noch an, ja, bis alle 15-Jährigen, weil es kommt ja jedes Jahr eine neue Generation mit 15 dazu und jedes Jahr werden neue Autos gekauft, bis man dann den Schwung wieder zurückkriegt in Gebrauchtwagen. Das wird noch 3, 4, 5 Jahre dauern, denke ich, dass sich der Gebrauchtwagenmarkt in der Hinsicht stabilisiert. Ja. Wenn man jetzt auf diese Warteliste drauf möchte, wie kriegen wir das denn? Bei Philipp melden. Call me. Also da sind wir außen vor, ja, das machst du. Genau, ruft mich einfach an und wenn Interesse besteht, sprechen wir einfach kurz euren Bedarf ab. Kurzum so die Randdaten und dann nehme ich die mit auf. Und sobald irgendwas Passendes reinkommt, melde ich mich bei euch. Oh, man darf sich aber nicht so viel versprechen, davon muss man ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Also Kontaktdaten dann auf der Webseite unter Kontakt und dann Vertrieb. Da findet ihr alles von Philipp. Direkte Durchfall, Handynummer. Und wenn wir schreiben es auch nochmal unten in die Infobox rein. Perfekt, ja. So, wenn wir schon bei dir sind, was fährst denn du privat? Ja, super. Fang erst mit dem richtigen Auto an. Also, da bin ich ganz ehrdeinig und zu 90% fährt hier meine Frau unseren kurzen durch die Gegend. Da fahren wir einen relativ jungen Ford Kuga in Schwarz. Ein bisschen gut ausgestattet, das, was wir uns erlauben konnten. Premium-Hersteller waren uns dann einfach ein bisschen zu teuer. Genau, und jetzt kommt... Rollt der gar nicht? Nee, der ist fest. Den habe ich... Ist tiefer gelöst. Ja, genau. Und im Sommer habe ich mir tatsächlich meinen Traumwagen gegönnt. Das ist ein 500er SEC Mercedes-Benz. Er hat ganz, ganz viele Spitznamen. Ich sage es jetzt einfach mal nicht. Ist echt ein Klassiker, Ultraman. Ist ein Klassiker, ja. Er ist jetzt 37 Jahre alt und ist teilrestauriert. Motor, Getriebe ist alles vor ein paar Jahren überholt worden und auch in genau der Farbkonstellation. Sieht genauso aus. Ja. Gefällt ganz gerne. Aber genau. Tolles Modell. Wir kriegen auch immer wieder die Frage, was bei Finanzierung möglich ist und was so die niedrigste Rate. Ja, ist grundsätzlich möglich. Es geht auch schon ab 150 Euro monatlich los. Und alles Weitere muss man aber dann von Person zu Person absprechen und abklären, was jetzt das Richtige ist. Fahrzeug, Anzahlung, monatliche Rate und so weiter. Das müssen wir im persönlichen Gespräch am besten klären. Ist schon ziemlich schwierig, jetzt so in der Kamera einfach so eine Allround-Lösung zu finden. Weil eine Person möchte 2.000 anzahlen, die nächste zahlt 5 an. Die nächste sagt, nee, ich will auf 91 oder 97 Monate finanzieren. Der andere sagt, ich möchte mit Schlussrate. Ja. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja. Muss man gucken, was Sinn macht. Genau. Ja, das kann man pauschal leider nicht beantworten. Was wir pauschal beantworten können, ist, also man kann auf jeden Fall ohne Anzahlung finanzieren. Das ist auch eine häufig gestellte Frage. Ja. Wir haben ja diese 10 Spezialmodelle angekündigt. Ja, da freue ich mich auch. Ich glaube, eins ist auch schon verkauft mittlerweile. Ja, ganz genau. Was kommt danach, wenn wir die 10 weg sind? Da würde ich gerne was zu sagen, weil das war so mein Baby, dann unser Baby. Mhm. Was auf jeden Fall gewährleistet ist, es wird auf gar keinen Fall das Auto nochmal so bestellt. Wir wollen wirklich, dass es nur diese 10 Fahrzeuge gibt, dass es ein richtiges Unikat wird. Nur in dieser Ausstattungsvariante mit den ganzen Sachen, was wir euch in dem Video erzählt haben. Und Nummer 0 bleibt lange bei uns. Vielleicht wird Nummer 0 irgendwann auch verkauft, also das 11. Auto. Aber erstmal wollen wir es selber behalten, so als Andenken. Genau. Aber die Frage war, was kommt danach? Ach so, ja. Nein, ich wollte nur nochmal sicher, also klarstellen, dass das nicht einfach so nochmal kopiert werden kann und auch nicht wird. Deswegen auch mit der Typenschildnummer und so weiter. Danach, das weiß ich auch noch nicht. Ich fände es jetzt auch falsch, dass wir dann sofort wieder ein neues Sondermodell irgendwie auf die Beine stellen.
wir müssen jetzt gucken, wie das ankommt. Vielleicht machen wir mal was ganz Verrücktes, was anderes. Und es ist ja auch eine wirklich einmalige Geschichte erstmal. Ja. Es ist ja auch was ganz Besonderes. Das macht ja nun auch kaum ein zweiter Hersteller. Ne? Also was danach ist, wissen wir selber noch nicht. Aber wir gewährleisten, dass das nicht nochmal so gebaut wird, das Auto, weil das fände ich falsch. Ja. Ja, das haben wir uns auch vertraglich zusichern lassen. Genau, also das ist wirklich safe. Das wird es auch nicht mehr geben. Fahren wir nochmal nach Italien? Bestimmt ganz oft. Auf jeden Fall. Du nicht. Jetzt hat er mal noch mich. Das stimmt, ja, gebe ich zu. Ja, bestimmt Autos holen und wegen Video machen oder wie ist die Frage genau aufgebaut? Das ist eine Frage, die hat Philipp bekommen hier. Mhm. Deswegen, ich habe das hier 1:1 vorgelesen. Mhm. Okay, also wenn wir es darauf beziehen, ob wir nach Italien fahren, klar öfters, weil wir holen ja die Autos auch selber ab teilweise oder lassen sie uns bringen. Wenn die Frage darauf gespult ist, ob wir nochmal hinfahren, um Videos zu machen, ja, machen wir auch noch was. Bestimmt. Nee, aber steht schon fest. Ja? Ja, wir fahren nochmal hin, um Videos zu machen. Ja. Also wir machen noch ein separates Video von einem Casalini Spezial von Null bis Ende. Wir versuchen es. Die Produktion, ne? Die Produktion. Wir wollen von also wirklich von draußen vom Hof, wo die Fahrzeuge in Grundkarosse stehen, bis zum Ende begleiten. Natürlich ein bisschen beschleunigt. Ich glaube, Umlaufzeit hatten wir 4-5 Tage, dass ein Auto fertig wird, oder was war das? 4 Tage ein Auto. Also das kriegen wir passend zusammengeschnippelt. Ich werde nicht mitfahren können, weil die eine Woche hat echt Zeit geschluckt. Ja. Alex fährt Autos holen und macht parallel das Video. Und ich versuche das dann im Nachgang so ein bisschen zu besprechen. Vielleicht auch mal eine neue Videoart. Und ich habe in Ruhe Zeit, den Leuten da so richtig auf den Sack zu gehen. Ja. Und keiner rennt hier durch die Kamera, durchs Bild. Ja, die Mitarbeiter, aber das ist ja dann... Die Mitarbeiter, die gehören ja dahin. Und aber auch wird auch ein interessantes Video, weil dann sieht man wirklich ein Auto, die komplette... Aufbauphase. Die komplette Werdegang. Genau, weil jetzt in den drei Teilen, wir hätten wirklich noch mehr gezeigt, aber wir mussten es so ein bisschen in Zeitrafffunktion machen, grob erklärt, weil mehr Zeit hatten wir einfach nicht. Ja. Ein Tag ist einfach zu kurz. Ja. Und wenn du da die ganze Woche bist und kannst das begleiten, dann wird das ein tolles Video. Da passiert, das Problem ist auch, dass so viel parallel passiert, ne? Dass man da einer Sache gar nicht so richtig folgen kann. Und wir waren selber das erste Mal, also ich war schon öfters da, aber ihr wart das erste Mal da und dann kommt auch alles so auf einen Schlag, wie alles und dann... War schon sehr stressig, aber trotzdem gute Videos geworden. Da wir das ja jetzt bei Casalini gemacht haben, kam auch die Frage auf, wann denn Eixam uns mal einlädt. Schreibt einen Brief nach Frankreich. Nein, wenn wir eingeladen werden. Genau. Da wissen wir genauso wenig wie ihr. So, dann nochmal zum Thema E-Autos. Wir haben ja auch Eixam. Und die Frage, verkaufen wir davon viele oder das kannst du besser beantworten. Ja, Definitionen von viele. Also wir verkaufen mehr als vor ein oder zwei Jahren noch. Mhm. Aber durch den diesjährigen Verkaufsstopp. Seitens Eixam. Genau, seitens Eixam. Ja, hängen wir so ein bisschen in der Warteschleife und warten so auf das Go, dass wir die Fahrzeuge noch ein bisschen mehr. Ja, nicht unbedingt also, bewerben, aber... Um die Frage zu beantworten, sag doch einfach mal. Wir haben noch Luft nach oben, da kann noch ein bisschen was kommen. Die Fahrzeuge sind besser als ihr Ruf momentan noch. Weil viele sagen zu mir, ich habe Angst wegen der Reichweite. Und das ist immer so die Angst vorm Ungewissen. Kommt von uns auch noch ganz viel. Mein Sohn Fabian fährt den Degenhardt GTI. Bis jetzt super zufrieden. Keine Nachteile, fährt auch sehr viel, kommt immer hin. Im Winter wollen wir es testen, weil wir wohnen wirklich bei Willing. Vielleicht kennt einer Willing von euch, wahrscheinlich schon. Da ist immer sehr viel Schnee und Kälte und das Auto steht draußen. Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn das Auto zugeschneit ist, den dann aufzutauen. Der hat auch keine Standheizung. Der hat keine Standheizung. Also wenn wir testen, dann auch das Auto ohne Standheizung. Weil Standheizung ist auch nicht gerade billig, ne, wenn man das jetzt... Genau, es wird dann teuer und ja, wenn die morgens eine halbe Stunde läuft, die Standheizung, frisst es auch gut Akku. Aber im Verhältnis gesetzt mit der Serienheizung, ich weiß es nicht. Also ich denke, ich muss leider sagen, ich denke, beim harten Winter lust das Auto ab. Bei minus 20 Grad kann das durchaus in die Knie. So, aber alle Elektrosachen abluselt werden. Auch, ich kann mir nicht vorstellen, aktuelle Elektroautos, bin ich nicht so im Thema. Mhm. Aber im tiefsten Winter, da mit Autobahnstau und so, da gehen mir die Nackenhaare hoch. Also für mich ist der Verbrenner eigentlich so noch. Also Tesla arbeitet ja viel mit Akkuheizung. Wenn du das jetzt zu Hause angeklemmt hast, dann ist der Akku immer auf Temperatur. Ich weiß nicht, wie andere Hersteller das machen. Ja, stimmt.
Audi macht das auch. Wenn du das Auto lädst, kannst du quasi die Heizung anschmeißen. Ja. Und dann wird die Heizung quasi über die Steckdose noch benutzt, bis du losfährst. Genau. Das wäre vielleicht eine Lösung für Eixam auch. Aber aktuell, Stand der Technik, können die das nicht. Mhm. Und also dementsprechend werden die Akkus dann auch tief gefroren. Ja. Ne? Also Sommer, Kurzstrecke, Zweitwagen, alles gut. Aber im Winter werden wir es noch sehen. Müssen wir gucken. Ja. Wie ist die Reichweite von den E-Fahrzeugen? So wie wir getestet haben? Etwa 120 Kilometer. Genau, ist jetzt auch noch so. Ja. Ja. Im Sommer? Im Sommer. Im Winter haben wir noch keine Live-Erfahrung gemacht. Also ich hatte ja das ein Auto mal mitgehabt, einen gebrauchten. Der hatte auch schon 5000 Kilometer runter. Und den bin ich so bei 0 Grad ungefähr nach Hause gefahren und bin dann noch im Brilon ein Wochenende unterwegs gewesen. Da bin ich auch auf die 120 gekommen, aber das war jetzt 0 Grad. Ach, das war noch der Sensation, ne? Der genau, weiße. Genau. Ja. Ja, ist so kurz gut, oder? Auf jeden Fall. Vielleicht werden wir auch total überzeugt im Winter. Meine Schwiegermutter fährt einen ganz neuen Smart. Die hat eine ähnliche Reichweite, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Ja. PKW, der hat auch nur 120 Kilometer Reichweite. Und für Stadtfahrten, so kleine Erledigungen, ne? Wir sagen ja immer die 3 A's, kennt er ja noch. Arzt, Apotheke, Aldi. Wenn man so die Richtung fährt, das reicht dann auch. Abends wieder dran, nur mal eben im Ort. Da muss man doch nicht einen dicken V8 anschmeißen für. Ne. Ne, Alex? Herr Heber? Kann man aus. Kann man aber. Macht auch Spaß, gebe ich zu. Aber. Nächste Frage. Warum fahren die Fahrzeuge 45 und nicht 50? Ja. Weil es so ist. Weil es so ist. Steht im Gesetz. Ja. Es ist einfach die Richtlinie von den Fahrzeugen nach EU. Finden wir auch nicht richtig, ne? 60 wäre besser, um so im Verkehr mitschwimmen zu können. Wie früher, 50 wie früher die Simson im Osten, die durften 60 fahren, dürfen sie heute noch. Also wer AM hat und Simson fährt, darf 60 fahren, weil die haben eine Ausnahmegenehmigung. Deswegen bin ich früher mal Simson gefahren. Wenn so ein Fahrzeug mal abgeschleppt werden muss, ist das auch ohne weiteres möglich oder muss man da irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen treffen? Den Abschlepphaken richtig anbringen. Ganz wichtig, auf Neutralstellen, also Leerlauf, wenn man jetzt den Vorwärts- oder Rückwärtsgang drin hätte, würden die Variatoren immer mitdrehen übers Getriebe und dann würde man sich einiges kaputt machen. Also neutral, Abschleppöse richtig anbringen, wie du gesagt hast. Und Handbremse lösen wäre sinnvoll. Ja. Ne? Nein, ohne weiteres möglich. Ja. Das war's eigentlich. Wir sind durch. Ja, waren noch einige Fragen heute. Jo, das stimmt allerdings. Ja, waren ja sehr interessante Fragen dabei. Hat mich sehr gefreut. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und folgt uns auf Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Genau. Überall abonnieren drücken. Ciao.